Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und wir starten heute rein mit der Prediction-Reihe. Es geht endlich los, wir starten rein mit den EAFC 24 Predictions, Rating Predictions und ich werde das Ganze so machen, ich gehe wieder die Bundesliga durch, Team by Team und werde immer das ganze Team predikten. Einige Spieler gehen wir natürlich ein bisschen schneller durch, da muss man sagen, ja, ein paar sind halt nicht so relevant im Endeffekt. Habe ich halt mitgenommen, weil sie da sind und ein paar gute Talente teilweise auch sind, die vielleicht dann für Karriere interessant werden würden, aber für Ultimate Team jetzt vielleicht nicht so interessant sind. Ich habe sie trotzdem der Vollständigkeit halber mitgenommen, nur als Information. Ich habe auch nicht das originale Kartdesign, ich glaube, das kam jetzt die Tage raus, also durch den Trailer oder durch die Website, glaube ich, haben sie ja schon einiges veröffentlicht an Informationen. Habe ich jetzt erstens noch nicht zur Verfügung, zweitens habe ich mir das Kartdesign hier geholt und finde das auch ganz gut und für die Videos werde ich das jetzt erstmal nehmen. Und ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt damit auch die ganzen Grafiken vorbereitet und für die nächsten Predictions würde es jetzt nochmal deutlich länger dauern, wenn ich das jetzt nochmal neu vorbereite. Ist egal, erstmal für euch eher nur, dass ihr das als Information habt. Ich würde sagen, wir starten rein mit dem ersten, mit der ersten Prediction und da haben wir, boom, den BVB am Start. Ja, der Borussia Dortmund, wir starten rein mit meinem Favorite-Verein auf dem, ja, mit dem ersten Video. Und den Rest gehen wir dann in die Tabelle von oben nach unten durch. Also im nächsten Video Bayern, dann Leipzig und so weiter und so fort. Werden wir das Ganze machen. Heute starten wir, wie gesagt, rein mit dem BVB. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt, um hier nicht allzu lange rumzulabern. Fangen wir an mit der ersten Seite. Da haben wir die Torhüter am Start. Die drei Torhüter, die der BVB hat, zumindest, oder haben wird, denke ich mal, nächstes Jahr in Ultimate Team. Das ist zum einen Gregor Kobel, Alexander Meyer und Marcel Lotka. Hiervon natürlich eigentlich auch nur relevant für Ultimate Team. Kobel würde ich sagen, vielleicht Meyer noch für Silberteams, wenn er denn Silber bleibt. However, ich würde sagen, wir starten rein mit Gregor Kobel. Hier vielleicht auch an der Stelle, muss man sagen, vielleicht ein bisschen Vereins-Bias. Ich habe versucht, ihn so gut wie es geht rauszuhalten. Aus der Prediction ist natürlich nicht immer ganz leicht, aber ich habe es versucht. Ich habe Kobel eine Plus 4 gegeben. Ich finde das angemessen, 87er Rating für Kobel. Er hat eine extrem starke Saison gespielt. Ja, er hat das eine Spiel gegen Bayern richtig gepatzt und ich weiß gar nicht, ob er am Anfang der Saison irgendwann mal gepatzt hat, aber zumindest ist eine Bayern-Spielzeit viel im Kopf geblieben. Trotzdem hat er eine überragende Saison gespielt in meinen Augen und ist zusammen mit Renault Anwärter auf den besten Torhüter der Saison. Ich finde, da kann man sich auch ein bisschen drüber streiten. Also ist für mich eine 50-50 Entscheidung. Als Dortmund-Fan sich würde ich halt da wahrscheinlich Kobel dann nehmen. Logischerweise, ich kann auch für jeden verstehen, der sagt, ja, Renault war für mich der beste Torhüter der Saison. Kann ich auch verstehen. Für mich war es Kobel, aber hey, ja, nur so als Info. Plus 4er Upgrade habe ich ihm gegeben auf eine 87, wäre dafür oder damit wahrscheinlich der zweitbeste Torhüter in der Bundesliga nach meinen Predictions. Ich habe jetzt Bayern noch nicht vorbereitet, aber ich gehe mal davon aus, dass ich Neuer noch drüber habe vom Rating her. Der hat die ganze Saison oder die halbe Saison nicht gespielt. Ich glaube nicht, dass er da ein krasses Downgrade bekommen wird, aber dazu mehr dann im Bayern-Video. Er wird, denke ich mal, dann die Nummer 2 sein von dem Rating her und das ist in meinen Augen auch angemessen. Ja, dann nehmen wir Alex Meyer, der hat ja auch ein paar Spiele gemacht in der Hinrunde noch. Ich glaube, in der Rückrunde war Kobel komplett für dich. Ich glaube, das war nur zum Ende der Hinrunde. Nee, das war ja auch gegen City, ne? Na doch, City war ja Gruppenphase. Stimmt, das war in der Hinrunde. Da hat er ein paar Spiele gemacht, auch einige gute. Ein, zwei Mal ein bisschen unglücklich ausgesehen. Auch das Hinspiel gegen Bayern. Wenn der Kobel drin steht, im Hinspiel. Ja, ich weiß, er hat im Rückspiel Fehler gemacht. Aber wenn der Kobel im Hinspiel drin steht, bei den Distanzschüssen, sieht er, glaube ich, oder bei dem einen Distanzschuss, sieht er, glaube ich, ein bisschen besser aus vielleicht. Ist aber eine andere Geschichte. Alex Meyer kriegt trotzdem einen plus 3er Upgrade, finde ich, angemessen auf 74. Hat einige Spiele gut pariert und generell Einsatzpraxis bekommen. Das ist ja schon mal was Gutes für einen Ersatzkeeper. Deswegen bekommt er ein kleines Upgrade. Lotka hat bei der zweiten Mannschaft gespielt, bekommt da ein kleines Upgrade und plus 2. Übrigens nicht wundern, ich habe nur Rare Designs. Also Non-Rare-Karten habe ich hier nicht drin. Einfach weil ich die Designs nicht habe. Deswegen ja, haben wir alle Spieler auf Rare, aber ich denke mal, das ist nicht allzu schlimm. Ja, damit sind wir aber auch durch mit den Torhütern und gehen weiter zu den Verteidigern oder zu der ersten Verteidigerseite. Und da starten wir direkt rein mit Niklas Süle, den ich auf 85 gelassen habe. Und hier seht ihr es auch das erste Mal. Wir haben die Second Position, habe ich noch ein bisschen mit eingebaut, unter der normalen Position. Ich hoffe, das passt euch designtechnisch. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, 85er Rating, ich finde es angemessen, Süle hat eine gute Saison gespielt, nicht extrem gut, eine gute Saison, vor allem in der Rückrunde richtig stark gewesen in meinen Augen und hat sich in meinen Augen auch einfach das 85er Rating verdient. Ich finde, kein Upgrade ist da unbedingt vonnöten, ich finde 85 angemessen
Und das gleiche gilt für mich für Mats Hummels. Er hat jetzt die Saison echt stark gespielt. Normalerweise gehen im höheren Alter die Spieler bei EA nach und nach immer runter, einfach weil sie halt, ne, die werden halt immer ein bisschen schwächer, ist ja auch normal. Ich finde, bei Hummels ist es angemessen, wenn er auf 84 bleibt, weil der hat eine extrem starke Saison gespielt, war in der Hinrunde wahrscheinlich der beste Innenverteidiger von Dortmund und in der Rückrunde war er auch extrem konstant. So konstant, dass am Ende Schlotterbeck, nachdem er sich verletzt hatte, nicht mehr reingekommen ist, weil Süle und Hummels sich so gut eingespielt hatten in dem Schlussspurt. Deswegen finde ich es angemessen, dass er auf dem gleichen Rating bleibt. Ein Upgrade braucht er nicht. Ist in meinen Augen angemessen, dass er eine 84 bekommt. Schlotterbeck hat in meinen Augen auch eine gute Saison gespielt, eine solide Debütsaison bei dem BVB. Er hat am Anfang in der Hinrunde auch ein paar Mal geschwächelt in der Rückrunde. Ich glaube, den Beginn dann gut gemacht und sich dann halt verletzt und ist dann hinten raus nicht mehr reingekommen, weil Süle und Hummels sich, wie gesagt, halt eingespielt haben. Ich denke, ein kleines Upgrade ist dann aber angemessen auf 83, finde ich in Ordnung. Und hier muss man sagen, neben Kobe ist das wahrscheinlich die erste richtig spielbare Karte in Ultimate Team. Der sieht echt stabil aus mit 80 Tempo, 84 der von 81 Physis. Denn Dribbling ist auch noch okay für einen Innenverteidiger. Das wäre schon eine ganz nice Karte. Daneben haben wir Rami Benzebaini, den ersten Neuzugang und einen von zwei Neuzugängen auch nur, muss man dazu sagen. Bekommt auch ein kleines Upgrade, hat jetzt auch bei Gladbach nicht die allerbeste Saison gespielt, aber war schon noch einer der stärkeren Spieler bei den Gladbachern. Hat, glaube ich, auch ein paar Scorer gemacht, ich habe mir die jetzt nicht aufgeschrieben, aber hat auf jeden Fall ein paar gemacht. Und kriegt von mir ein kleines Upgrade um plus 2, kann Linksverteidiger und Innenverteidiger spielen, ich denke, das ist auch in Ordnung. Die Werte sind jetzt gar nicht mal so krass, aber ich denke, das Rating ist an sich im Verhältnis zu den anderen dann auch angemessen und passend. Ich denke mal, der könnte auch Non-Rare zum Beispiel werden, hier sage ich es mal. Ich denke, der würde Non-Rare werden und da wäre eine gute Non-Rare-Karte für den Anfang. Kann man, denke ich mal, zocken in einem Non-Rare-Team. Gehen wir weiter zur nächsten Seite, da haben wir die nächsten Verteidiger am Start. Wir starten rein mit Marius Wolf, der auch eine gute Saison gespielt hat. War dann zwischendurch, ich glaube, das war vor der WM, eine Weile raus mit irgendwas Ohrmäßiges irgendwie. Ich glaube, er hat da irgendwie irgendwas im Gleichgewichtsorgan war irgendwas nicht ganz richtig und hat dann eine Weile gebraucht, um reinzukommen. Ich glaube, das war um die WM rum oder vor der WM rum. Hat eine solide Saison gespielt als Rechtsverteidiger, ist halt nicht der geborene Rechtsverteidiger, das muss man ganz einfach sagen. Und ich bete, dass Dortmund da noch irgendwas macht. Fresneda ist ja jetzt geplatzt. Leider Gottes, da hätte ich mich eigentlich schon drauf gefreut, ein cooles Talent da zu holen. Aber hey, Stand jetzt ist Wolf unser bester Rechtsverteidiger. Kriegt ein kleines Upgrade um plus 1, wird, denke ich mal, aber auch Non-Rare werden. Hat dann aber auch für eine Non-Rare-Karte, ich sag's ja auch gerne, stabile Werte für einen Außenverteidiger. Kann man, denke ich mal, am Anfang zocken. Ist halt hat ein gutes Tempo und ansonsten alle Werte über 70, das ist immer schon stabil für Non-Rare-Karten am Anfang. Und ich glaube, er wird halt Non-Rare, deswegen passt es auch ganz gut. Daneben haben wir Ryerson, der ja im Winter kam und eine extrem stabile Rückrunde gespielt hat. Der war echt konstant und hat mir sehr gut gefallen. In ein, zwei Spielen habe ich mal das Gefühl, da hat er das Abseits ein bisschen leicht aufgehoben und dadurch ein Gegentor verursacht so ein bisschen. Daran muss er vielleicht noch arbeiten, aber ansonsten war er einfach eine Konstante da hinten drin und hat wirklich gut gespielt in der Rückrunde. Bekommt ein Upgrade, da muss man zum Beispiel auch dazu sagen, es ist halt nun mal so, dass EA auch so ein bisschen nach Prestige der Vereine geht. Und Union Berlin hat jetzt nicht das höchste Prestige auch bei EA, weil es halt jetzt nicht die krasseste, strahlendste Mannschaft ist, sage ich mal. Da ist Dortmund schon ein bisschen mehr und der kriegt, glaube ich, allein dafür, dass er jetzt schon bei Dortmund spielt, nochmal einen kleinen Bonus von EA, was das Rating angeht. Plus eine sehr gute Saison in meinen Augen, kriegt da ein plus 5. Ist angemessen, 77er Rating passt, kann links und rechts verteidigen, sowie auch in Real Life. Ist jetzt keine allzu krasse Karte, muss man natürlich auch sagen. Solide Werte, aber auch nicht mehr. Daneben haben wir Thomas Meunier, der höchstwahrscheinlich noch wechseln wird, gehe ich mal von aus. Der ist jetzt Club Brügge relativ immer laut in den Medien gewesen, dass er da höchstwahrscheinlich hingehen wird. Stand jetzt ist er aber noch im Kader, deswegen nehme ich ihn hier mit rein. Kriegt einen Downgrade, hat keine Rolle gespielt dieses Jahr. Und ja, bleibt gerade noch so Gold, ich finde das okay. Auch hier muss man sagen, eine solide Non-Rare-Karte vielleicht für den Anfang, weil der wird Non-Rare sein, denke ich mal. Ist okay, aber auch nicht mehr. Daneben haben wir die nächsten Spieler, wo wir nicht groß Worte verlieren müssen. Matteo Morey, ja, sehr traurige Geschichte, sehr lange jetzt verletzt gewesen, hat jetzt in der Vorbereitung sein Comeback gegeben. Muss man halt gucken. Ich glaube eigentlich nicht, dass der noch groß eine Rolle spielen wird beim BVB, einfach aufgrund seiner Verletzungshistorie und der ist halt dadurch einfach leider nicht so zuverlässig, muss man sagen. Kann er nichts für, aber ist halt leider so und ich glaube nicht, dass der große Rolle spielen wird. Bekommt von mir eine minus 3, hat halt das ganze Jahr nicht gespielt und ich glaube anderthalb Jahre mittlerweile oder zwei fast nicht gespielt. Da ja, musst du mit Downgrade rechnen und ich denke, minus 3 ist da auch in Ordnung. Machen wir weiter mit der, ich glaube, letzten Verteidigerseite. Genau, da gehen wir auch nochmal ganz schnell durch. Da haben wir einmal Papadopoulos aus der zweiten Mannschaft noch mit dabei. Der ist dann, denke ich mal, auch
Vielleicht wird er auch in der zweiten Mannschaft dabei sein oder hier halt in der ersten, wird man sehen. Der ist auf jeden Fall, ich bin so ein bisschen in den Transfermarktkader durchgegangen, dass ich da die Spieler mit reinnehme, die damit angezeigt werden und habe noch ein, zwei Talente mit reingenommen. Papadopoulos brauche ich nicht viel zu sagen, bleibt gleich vom Rating her, ist denke ich mal in Ordnung. Daneben haben wir Koulibaly, der hat sein Profidebüt bekommen in der Saison. Ich glaube Champions League hat ein paar Minuten bekommen und in der Bundesliga auch das Stuttgart-Spiel, sah da nicht ganz so glücklich aus. Aber als Talent, der ein paar Minuten bekommen hat, das heißt immer einen kleinen Boost wird es geben, in dem Fall ein Plus 2 auf Silber. War eigentlich schon so gut wie weg, deswegen hatte ich den erst gar nicht mit drin und habe den dann jetzt spontan wieder mit reingenommen, weil der Wechsel zu Burnley dann doch geplatzt ist. Dortmund ist aber gewillt, ihn zu verkaufen und ich glaube, der will auch wechseln für Spielpraxis, deswegen, der wird wahrscheinlich auch noch gehen. Aber ja, der Wechsel zu Burnley ist zumindest erstmal geplatzt. Daneben haben wir noch mit Collins und Mané zwei Talente aus der U19. Und ich weiß nicht, ich glaube, Collins ruckt dann auf in die U23 sogar und Mané bleibt auch in der U19. Ich glaube, so ist das. Bin mir da aber nicht 100% sicher. Die habe ich mal noch mit reingenommen. Die Collins hatte, glaube ich, schon mal eine FIFA-Karte. Der wäre vor 2 Jahren oder so zumindest mal diese Winter Wildcard Special Card bekommen. Dieses Jahr war er nicht in Ultimate Team. Ich könnte mir vorstellen, dass das nächstes Jahr wieder ist. Und Mané wird vielleicht auch noch nicht in Ultimate Team sein, aber ich glaube, in FIFA wird er dann irgendwann reinkommen. Ist auch ein gutes Talent für die Innenverteidigung. Das sind beide. Ich bin mal gespannt, was aus denen wird. Ich habe eigentlich ganz gute Hoffnung, dass man auch, also man muss jetzt in meinen Augen, wenn Koulibaly geht, kein Innenverteidiger-Talent mehr holen, dass den Spot, den Kaderspot von Koulibaly bekommt. In meinen Augen kannst du da halt Collins oder Mané dann mal ausprobieren und gucken, wie die sich machen auf dem Niveau, würde ich mir zumindest wünschen. However, ich würde sagen, wir gehen weiter. Ich will hier nicht so viel Zeit mit den Talenten und für Ultimate Team nicht so relevanten Spielern verbringen. Wir gehen weiter ins Mittelfeld. Damit zunächst einmal Marco Reus, der jetzt nicht die glücklichste Saison seiner Karriere hinter sich hat, was Einsatzzeiten und so angeht. Er hat jetzt keine allzu große Rolle mehr hinten rausgespielt, kam immer mal wieder rein, hat immer mal wieder gestartet, aber war halt nicht mehr unangefochtener Stammspieler, der jetzt auch seine Kapitänsbinde abgegeben, was ich auch in Ordnung finde und verständlich finde. Ich hoffe, dass er diese Saison nochmal ein bisschen besser wieder reinkommt. Kriegt ein kleines Downgrade um minus 1, das hier trifft auch das Altersding zu, dass er halt im Alter auch ein bisschen schlechter wird, auch was die ganzen Werte angeht und deswegen ein kleines Downgrade bekommt. Jule Brandt hat eine richtig starke Saison gespielt und bekommt ein plus 2 Upgrade von mir, vor allem in der Rückrunde hat natürlich aufgedreht. Ich glaube am Ende, oh, ich weiß nicht, 15 Scorer oder so gesammelt, ist stabil, kriegt ein plus 2er Upgrade. Ja, Cancelo im ZM und RM spielen, ich denke das passt. Und hat eine solide Karte, ist halt leider nicht der schnellste, deswegen nicht so interessant für Ultimate Team, aber ja, sonst solide Werte, wenn man das Tempo rausnimmt. Daneben haben wir Emre Can, der auch eine richtig gute Rückrunde gespielt hat, sich da nochmal rehabilitiert hat, aber ja, mal gucken, wie es wird mit ihm dieses Jahr. Er kriegt von mir auch ein kleines Upgrade um plus 1, ich finde, das hat er sich verdient, hat eine echt stabile Rückrunde gespielt und sich nochmal richtig reingekämpft. Ich hatte eigentlich schon gar nicht mehr mit ihm in Dortmund gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Hat er jetzt geändert, ich bin mal gespannt, wie es wird, ob wir da noch einen anderen noch verpflichten, weil nur Emre Can reicht halt nicht auf der 6. Ja, trotzdem wieder mal eine echt kranke Karte, der hat die letzten Jahre immer kranke Ultimate-Team-Karten gehabt, wenn ihr euch den mal anguckt. Kann natürlich auch Innenverteidiger und Sechser spielen, ist auch eine coole Positionskombination an der Stelle, also in der Innenverteidigung kann man ihn auch auf jeden Fall zocken von den Werten her. Aber auch als Sechser ist er, denke ich mal, ganz gut, ein richtig schöner Allrounder, mit richtig guter Physis, gutem Tempo und Def und so. Also richtig geile Karte einfach für Ultimate-Team, würde ich sagen. Gio Reyna war dieses Jahr so ein bisschen Edeljoker, hat aber auch einige Scorer gemacht. Ich glaube, der steht am Ende bei 6 Saisontoren oder 7 Saisontoren oder so in der Bundesliga. Also schon echt stabil. Und das nur nach Einwechslungen. Ich hoffe auch, dass er dieses Jahr eine bisschen größere Rolle bekommt und dass er nicht verkauft wird. Ich mag halt Reyna einfach persönlich so gerne. Und hoffe, dass er irgendwie sich noch durchsetzen kann. Er kriegt ein kleines Upgrade, weil wie gesagt, ein paar gute Joker-Einsätze. Aber ja, für Ultimate Team jetzt auch nicht die relevanteste Karte. Gehen wir weiter zu den nächsten Mittelfeldspielern. Da haben wir ein paar Downgrades mit Salih Özcan, der nicht gut reinkam in die Saison, beziehungsweise keine gute Debütsaison bei Dortmund gespielt hat. Da gab es jetzt auch schon ein paar Leihgerüchte zu Bremen und so. Muss man mal gucken, was da noch passiert. Aber ja, der konnte sich nicht wirklich durchsetzen und hat bisher noch nicht so gezeigt, dass er auf dem Niveau von Dortmund ist. Deswegen ein bisschen schwierig. Thorgan Hazard ist relativ safe weg, würde ich behaupten. Noch ist er da, aber ich glaube, Antwerpen war nebendran, der belgische Meister. Und ich denke mal, der... Er wird auch froh sein, wenn er wieder weg ist von Dortmund, weil da spielt er keine Rolle mehr. Dortmund braucht ihn nicht mehr. Ja, ich denke, der ist so gut weg, hat nochmal ein Downgrade bekommen, hat jetzt bei PSV auch nicht nachhaltig überzeugen können. Deswegen ein kleines Downgrade und 80 ist auch einfach ein viel zu hohes Rating für ihn, muss man dafür sagen, mittlerweile zumindest. Ja, daneben haben wir einen oder den letzten Transfer, den der BVB bisher getätigt hat und ein sehr kontroverser natürlich nochmal dazu, Felix Metscher. Werde ich jetzt aber nicht mehr viel zu sagen, ich gehe nur nochmal auf die FIFA-Karte ein. Der hat eine auch sehr gute Saison gespielt oder eine stabile Saison auf jeden Fall gespielt.
für sein Alter noch ein einigermaßen Talent. Ich glaube, der ist ja schon 22 oder 20, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Hat aber auf jeden Fall eine stabile Saison gespielt, einige Scorer gesammelt und kriegt von mir auch ein ordentliches Upgrade. Um plus 7 ist bei Wolfsburg am Ende Stammspieler geworden, die sich fast nochmal in die Conference League gespielt haben, das selber am letzten Spieltag gegen Hertha verkackt haben. Aber da war ein entscheidender Spieler dafür und ja, konnte da zumindest einigermaßen sportlich überzeugen. Kriegt eine solide Karte. Ich denke, das wird eine gute Non-Rack-Karte werden. Vielleicht mit einem soliden Tempo, Passen und Dribbling gehen klar. Der Rest ist auch okay für das Rating-Niveau. Wie gesagt, eine solide Non-Rack-Karte, vielleicht aber mehr auch nicht. Daneben haben wir mit Bino Gittens einen der größten Unglücksrahmen in der Saison. Richtig gut reingekommen, hat sich dann verletzt und ist dann nie mehr wirklich reingekommen. Hat, glaube ich, zweimal musste an der Schulter operiert werden. Also richtig, richtig bitter. Für die neue Saison habe ich aber richtig Hoffnung. Malen, Adeyemi, Bino Gittens und Duranville habe ich richtig Bock auf diese Flügelzangen und hoffe, dass die einigermaßen Einsatzzeit bekommen. Kriegt trotzdem ein kleines Upgrade, weil er, wie gesagt, am Anfang der Saison einigermaßen überzeugen konnte und auf dem Silberniveau verteilt EA ganz gerne mal für ein paar wenige Einsätze dann schon auch Upgrades, wenn es an Talente geht zumindest. Und das ist er ja auf jeden Fall. Gehen wir weiter, da haben wir dann den guten Duranville, den ich eben schon erwähnt habe. Auf jeden Fall auch ein richtig gutes Talent. Ich habe richtig Bock auf den in der Saison. Kriegt ihn natürlich nur eine Bronzekarte, weil er halt noch nichts großartig gezeigt hat und auch noch sehr jung ist, aber ein vielversprechender Dude. Kamara hat auch in der zweiten Mannschaft und in der U19 schon richtig gute Spiele gemacht, da muss man mal gucken, ist auch noch ein Talent, mal gucken, ob der dieses Jahr Einsatzzeit bekommt, den habe ich jetzt auch nochmal mit reingenommen, hat jetzt aber auch für Ultimate Team, genauso wie Duranville, erstmal keine allzu große Relevanz. Gehen wir weiter zu den Stürmern und da haben wir den guten Sebastian Haller am Start, der natürlich aufgrund seiner Krebserkrankung nur die Rückrunde spielen konnte, hat da aber überzeugt, bleibt dennoch in meinen Augen. Also man muss halt sagen, auf dem Rating-Niveau, wo er schon ist, der hat schon eine 82, da braucht man ein bisschen mehr als eine richtig starke Rückrunde, um nochmal ein Upgrade zu bekommen. Und ich glaube, das wird für EA einfach zu wenig Spielzeit gewesen sein, was man auch verstehen kann, um dann ein großes Upgrade zu geben. Ich denke, 82 ist okay. Daneben haben wir Donny Malen, der zwar auch nur in der Rückrunde überzeugen konnte, da aber auch wirklich aufgedreht hat, auch dank Allaire, muss man natürlich sagen. Kriegt von mir nochmal ein Upgrade um plus 2 und ja, hat eine richtig, richtig stabile Karte. Ich glaube, der könnte für die Anfangsteams sehr interessant sein mit seinem 90 Tempo, 80 Schuss, 85 Dribbling. Forster Skills würde er haben, also kann links, rechts, Mittelfeld, Stürmer und Mittelstürmer spielen, höchstwahrscheinlich, also wird sehr interessant sein. Die gleichen Positionen wird auch Karim Adeyemi beherrschen, denke ich mal. Und der kriegt auch nochmal ein ordentliches Upgrade. Hat auch eine sehr starke Rückrunde gespielt, nachdem die Rückrunde echt katastrophal war. Ich glaube, in der Hinrunde nur gar kein Scorer. Zumindest vor der WM-Pause. Es war ja nicht ganz die Hinrunde, aber vor der WM-Pause, glaube ich, nicht einen Scorer gesammelt. Ja, vielleicht im Pokal, aber in der Liga, glaube ich, gar keinen. Kriegt trotzdem noch ein plus 3. Hier muss man jetzt sagen, der hat natürlich nicht so gut gespielt wie in Malen, der ein kleineres Upgrade bekommt, ist aber vom Rating-Niveau her halt einfach niedriger und deswegen bekommt er ein größeres Upgrade, weil halt er auf einem niedrigeren Level gestartet ist, was das Rating angeht. Ne? Das muss man auch immer ein bisschen im Kopf haben. Hat eine richtig gute Karte für Anfangsteams. Ich meine, 96 Pace ist absolut krank, 80 Dribbling, 77 Schuss, das sind echt stabile Werte für so eine Karte. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Youssoufa Moukoko konnte auch nur so wirklich in der Zeit überzeugen, wo Dortmund halt nicht so gut war in der Hinrunde. In der Rückrunde ist er dann nicht mehr wirklich reingekommen, war, glaube ich, erst ein bisschen verletzt und ist dann nicht mehr wirklich halt reingerutscht, weil die Offensive halt so gut funktioniert hat mit den dreien, die wir eben genannt haben. Hat aber in der Rückrunde trotzdem gut gescored, ich glaube 7 oder 6 Saisontore da erzielt und das ist schon echt stabil für sein junges Alter. Kriegt ein Upgrade um plus 8, also von Silber auf Gold auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es vielleicht schon 77 zu hoch gegriffen ist, vielleicht auch nur 76 oder 75, aber ich bin jetzt mal auf 77 gegangen. Hat er auf jeden Fall eine solide Karte für den Anfang, zumindest was Tempo, Schuss und Dribbling angeht. Wäre für einige Anfangsteams sicher auch nicht uninteressant. Ich könnte mir vorstellen, dass er zum Beispiel Non-Rare wird und für ein Non-Rare-Team hätte er auf jeden Fall solide Werte. Gehen wir weiter mit dem nächsten Stürmern. Da haben wir zwei Talente am Start. Ich glaube, Brunner zum Beispiel wird noch gar nicht in Ultimate Team sein oder in FIFA drin sein, weil er noch zu jung ist und noch keine Rolle spielen wird. Habe ich trotzdem mal mit reingenommen, hat eine gute U19-Saison gespielt. Rijkov geht das Gleiche. Der will auf jeden Fall auch schon Profi-Einsatzzeit bekommen. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass er vielleicht ein paar Minuten bekommt und als Backup so ein bisschen... Mal gucken. Ich hoffe, dass er nicht verkauft wird. Da gab es auch ein paar Gerüchte, dass wenn er jetzt nicht bei den Profis Einsatzzeiten bekommt, dass er dann weg will. Ich hoffe, die kriegen das irgendwie geregelt. Er ist auf jeden Fall ein vielversprechender Stürmer. Beide jetzt aber, wie gesagt, für Ultimate Team nicht allzu relevant. Deswegen gehen wir da jetzt auch schon weiter zur Gesamtteamübersicht nochmal. Hier das gesamte Team von Borussia Dortmund. Da wollen wir jetzt aber auch nicht allzu lange Zeit für verschwenden, sage ich jetzt mal. Und gehen direkt weiter zu der nächsten Kategorie. Ich habe
mir überlegt, habe ich die letzten Jahre immer gemacht, ich werde noch potenzielle Transfers mit reinnehmen. Bei Dortmund gibt es jetzt nicht allzu viele Gerüchte, die wirklich naheliegend sind, deswegen habe ich mir mal ein paar interessante Spieler aufgeschnappt, zu denen es auf jeden Fall Gerüchte gibt, wo es nicht komplett unrealistisch ist, dass die kommen. Bei ein, zwei Spielern muss man sagen, vielleicht, also mindestens einer ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, bei dem anderen gibt es noch keine Gerüchte, aber Dortmund braucht halt auf der Position einen und da gab es zumindest mal ein paar Berichte, dass er halt ein gutes Talent ist. Werde ich dazu kommen, wenn ich komme, also nehmt die Kategorie bezüglich der potenziellen Transfers nicht so ernst, dass ich denke, dass die wirklich kommen. Mir geht es einfach nur darum, im Endeffekt auch fürs Video, dass ich nochmal ein paar interessante Spieler mit reinnehme, die ich sonst wahrscheinlich nicht predikten würde. Deswegen ist das, denke ich mal, auch fürs Video ganz cool und ich gehe halt ein paar Problempositionen an. Wir starten rein mit dem ersten Spieler, da haben wir Julian Alvarez am Start. Zu dem gab es schon Gerüchte, der Deal war schon relativ nah dran und dann gab es wohl doch das Veto. Dortmund ist wohl noch nicht raus aus dem Rennen. Ich bin mal gespannt. Ich würde ihn fühlen. Er wäre auf jeden Fall noch ein Sechser. Ist halt ein bisschen teurer, ne? Also, ich weiß nicht, ob man da 40 Millionen jetzt für den Sechser ausgeben sollte als Dortmund. Ist nochmal eine andere Geschichte. Für FIFA bekommt er, glaube ich, ein kleines Upgrade. Ich glaube, ein Plus 1 oder so. Ja, ich mir jetzt leider die Upgrades nicht aufgeschrieben, aber alle bekommen auf jeden Fall welche. Ist jetzt auch für Ultimate Team keine allzu interessante Karte. Könnte aber auf jeden Fall wechseln und sieht jetzt nicht so schlecht aus. Wobei, also für Ultimate Team, ja, muss man ehrlich sagen, ist er jetzt nicht so dolle. Plus 1 hätte er bekommen. Ist, denke ich mal, in Ordnung. Gehen wir weiter zur nächsten Seite. Zum nächsten Spieler. Der ist, glaube ich, am unrealistischsten. Da habe ich jetzt ganz kurz vor ein, zwei Tagen mal ganz lose Gerüchte gehört. Also ich habe dazu einfach nur ein, zwei Gerüchte gelesen. Und ich glaube nicht, dass Dortmund den holen wird. Der wird viel zu teuer sein, denke ich mal. Aber ich fand es cool, den ins Video mit reinzunehmen. Und zumindest soll Dortmund sich beim Berater erkundigt haben, wie die aktuelle Situation aussieht angeblich. Wird man sehen, plus 3 Upgrade bekommt er zum letzten FIFA. Nizza konnte sich nicht international qualifizieren, deswegen will er unter anderem auch wechseln, hat aber trotzdem eine starke Saison gespielt, der gute Khéphren Thuram, und hätte eine richtig, richtig kranke Allrounder-Karte, das muss man einfach mal sagen. Richtig starke Werte für einen 6er, 8er, vor allem in FIFA halt jetzt gesehen, eine sehr interessante Karte. Gehen wir weiter mit dem nächsten Spieler, das ist der, wozu es auch noch gar keine Gerüchte gab, da habe ich mir jetzt mal ein Rechtsverteidiger-Talent rausgesucht, was eine richtig stabile Saison gespielt hat, Kadıoğlu. Wird safe falsch ausgesprochen sein, aber seht es mir nach. Kann Rechts- und Linksverteidiger, hat auch in Real Life schon auf beiden Positionen gespielt. Kriegt ein ordentliches Upgrade, scheint eine richtig gute Saison gespielt zu haben. Ich habe die türkische Liga 0 verfolgt, bekommt aber trotzdem ein Upgrade um plus 4. Sehr, sehr stabil unterwegs. Man liest halt immer wieder, dass er halt ein talentierter Rechtsverteidiger ist, der jetzt seine Durchbruchssaison so ein bisschen hatte. Und man muss gucken, Dortmund braucht auf jeden Fall noch einen Rechtsverteidiger in meinen Augen. Und vielleicht wird man am Ende auf eins der Talente dann zurückgreifen, die man bekommen kann, in dem Fall Kadıoğlu. Wird man sehen, hätte auf jeden Fall geile Werte für ein Low-Budget-Starter-Team, muss man sagen. Ist halt schnell, ein gutes Dribbling, solide Defensive- und Passwerte. Also es wäre für ein Starter-Team günstiges auf jeden Fall nicht so schlecht, wenn er zu Dortmund kommen würde. Kann auf beiden Verteidigerseiten spielen in FIFA, das wäre auf jeden Fall nicht so schlecht. Und auch in Real Life könnte ich mir vorstellen, dass er da ganz gut funktionieren würde. Machen wir weiter mit dem nächsten Spieler, da gab es auch schon ein paar Gerüchte, dass Dortmund an ihm dran sein soll, den guten Wifa, auch 6er, 8er mäßig unterwegs, hat auch scheinbar eine richtig starke Saison gespielt bei Feyenoord, plus 9er Upgrade, also sehr, sehr stabiles Upgrade in FIFA auch bekommen und da würde er dann auch bekommen auf jeden Fall. Auch noch jung unterwegs und ja, ein vielversprechender Sechser, wie gesagt. Ich habe mir da mal ein paar Statistiken angeguckt. Sah nicht so schlecht aus in vielen Bereichen des Feldes. Also mal gucken, was da dran ist. Angeblich 20 Millionen ist halt auch nicht so günstig für eine Position, die wir jetzt schon, ja. Er ist schwierig bei Dortmund. Bei Dortmund ist echt dieses Transferfenster bisher sehr, sehr schwierig als Fan, das zu mögen. Man muss hoffen, dass es noch besser wird. Aber wie für auf jeden Fall ein Talent, wäre auch nicht uninteressant. Dann kommen wir zum letzten Spieler in diesem Video, der hier predicted wird. Das ist der gute Zaire Emiri. Da gab es jetzt auch vor kurzem ein paar Gerüchte, dass Dortmund sich auf jeden Fall wegen der Situation informiert haben soll, wie es bei ihm aussieht. Wäre auf jeden Fall nicht uninteressant, ein richtig gutes Talent vom PSG. Die wollen aber auch verlängern. Der hat jetzt ein paar Profi-Einsätze bekommen in der letzten Saison und auch scheinbar überzeugen können. Ist ein sehr interessantes Talent auf der 8 und ja, wäre wahrscheinlich auch sau teuer, wobei der nur noch ein Jahr Vertrag hat, glaube ich. Von daher, wie gesagt, PSG will aber verlängern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund sich da im Wettbieten mit PSG durchsetzen kann. Wäre auf jeden Fall ein interessantes Talent. Das wäre auch seine erste FIFA-Karte, muss man dazu sagen. Den gab es noch nicht in Ultimate Team. Sieht nicht so schlecht aus, für eine Silberkarte zumindest.
Und ja, das sind zumindest nochmal hier die potenziellen Transfers, die ich jetzt mit reingenommen habe. Nehmt es wie gesagt nicht so ernst. Es waren jetzt einfach nochmal ein paar Spieler, die ich interessant fand zu predikten und wo es zumindest ein paar Gerüchte mal hin und wieder gab. Beziehungsweise bei Kadioglu braucht Dortmund einen auf der Position. Deswegen, ja, wäre das nicht so unrealistisch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, was ihr denkt, welcher Spieler welches Rating bekommt vielleicht, wo ich falsch lag oder was auch immer. Seid bitte nett. Lasst mir gerne auch ein Like und einen Kommentar da. Und wenn ihr neu seid, abonniert gerne. Mich würde es freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.